Heidi ho, meine Lieben, und herzlich willkommen zu G's Cooking Show. Heute machen wir Kassler. Hier steht schon soweit alles bereit. Ich führe euch da gleich mal durch, was wir dafür brauchen, und dann legen wir auch sofort los, würde ich sagen. Gut, dann zeige ich euch mal, was wir brauchen. Wir haben hier einen Lachskassler, 1,5 Kilo. Dann brauchen wir ein bisschen Öl zum Anbraten. Wir haben natürlich wieder Rapsöl. Hier hinten haben wir Brühe. Ich habe jetzt Rinderbrühe genommen. Könnt ihr natürlich auch Schweinebrühe, Gemüsebrühe nehmen. Das sind 750 Milliliter. Hier habe ich Rotwein, ungefähr 250-300 Milliliter. Das hier ist einfach bloß Lauch. Das ist eine kleine Stange. Dann haben wir 2 Zwiebeln mit drin, 2 Möhren und Sellerie. Aber auch nur einen kleinen Würfel Sellerie, der war bloß so groß. Und noch eine Steckrübe, so ein kleines Stück. Das hatten wir noch über, deswegen alles mit drin. Dann brauchen wir noch zum Anbraten Tomatenmark, ungefähr 1-2 Esslöffel. Hier haben wir geräucherte Paprika, einen Esslöffel, einen Esslöffel Pfeffer, einen halben Esslöffel Salz. Salz ist das, was ich gesucht habe. 2 Esslöffel Senf und 2 Esslöffel Honig. Und das ist es schon. Und dann können wir eigentlich loslegen. Den Kassler vorher eben mal abwaschen, das habe ich jetzt schon getan. Und dann nehmen wir rüber und braten den ganzen Spaß an. Und dann wandert es bei 200 Grad, 190 Grad Ober-Unterhitze ungefähr für 90 Minuten in den Ofen. Und dann gucken wir mal weiter, wie das Ding nachher fertig aussieht. Also fangen wir an mit dem Braten. So, meine Lieben, jetzt habt ihr gesehen, was wir hier schon alle drin gepfeffert haben.
Kassler ist auch schon drin, alles angebraten. Jetzt wandert es gleich in den Ofen bei 190 Grad Ober-Unterhitze für 90 Minuten, wenn es hier richtig schön anfängt zu kochen, wie man auch gerade sieht. Und dann würde ich sagen, haut das jetzt in den Ofen. Den Spaß. Machen wir mal ein Deckelchen drauf. So. Machen wir lieber auf Nummer sicher hier. Jo, und wie gesagt, 190 Grad und den ganzen Spaß für 90 Minuten. Und der leuchtet, den sehen wir uns nachher. So, meine Lieben, die Hälfte der Zeit ist rum. Jetzt hole ich ihn mal kurz raus, den Kassler. Und den drehen wir einmal und dann wandert er wieder für halt die restlichen 45 Minuten circa nochmal in den Ofen. Und dann ist er fertig. Also, Attacke, würde ich sagen. Ab. So, und jetzt versuche ich, achso, hier habe ich sie hingepackt, versuche ich den mal nochmal zu drehen und dann hauen wir den halt nochmal, wie gesagt, für 45 Minuten in den Ofen. Wuppala. Das wird schon, Alter, ich sau schon wieder rum, wie Sau. Das wird schon wieder sehr, sehr lustig. So. Mal gucken, aber hier ist auch alles gut in der Soße. Da ist schon halt schon ein Stück abgerissen. Das ist auf jeden Fall schon mal langsam weich. Muss wieder ein Deckel drauf, Leute, und dann geht er wieder in den Ofen. So. Bis später, in 45 Minuten. So, meine Lieben, Kassler ist fertig. Das hole ich gleich raus. Unsere Beilagen hole ich bloß mal schnell zuvor noch raus. Haben wir nicht hier eine super schöne Pfanne? Doch, haben wir. Eine kleine Scheibe dran. Das ist ein Mini-Winnie. So. Stellen wir das schon mal zur Seite. Und nehmen wir erstmal wieder den Deckel drauf. Schieben das mal kurz weg. Denn das Sauerkraut ist hoch soweit. Da können wir uns mal einen Untersetzer nehmen. Den da zum Beispiel. Den stellen wir mal hier vorne hin. So. Und jetzt holen wir mal den Kassler raus. Nee. So, Leute, machen wir gleich mal einen Deckel ab. Sieht auf jeden Fall richtig gut aus, würde ich sagen. Jetzt heben wir bloß noch den Kassler raus, Leute. Den schneiden wir gleich auf jeden Fall hier drüben an. Und die Soße muss man bloß nochmal abschmecken. Und dann alles ab auf den Teller. Und dann könnt ihr genießen. Das Ganze zeige ich euch dann wieder auf Instagram.
wie das dann am Ende ausschaut auf dem Teller und so, könnt ihr gerne bei G's Cooking mal reinschauen. Und wenn ihr das noch nicht getan habt, abonniert auf jeden Fall gerne den Channel. Oder auch Allerhand Rap. Oder jo, schaut halt mal bei Insta vorbei oder schaut euch eine andere Folge von G's Cooking Show an. Denn bis dann, Leute. Ciao, ciao.